Hallo zusammen, herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Ich glaube, die Antibiotika nehme ich erst nachts. Und den ganzen anderen Rotz, ich lasse alles hier. So viele Sachen habe ich da drüben jetzt auch nicht. Moment, ich brauche Woodframes. Ich muss ja auch irgendwie hier runterkommen. Wo habe ich denn jetzt mein Holz hingepackt? Woodframes. Irgendwie muss ich ja auch runterkommen können. So, ich hoffe, dass ich nicht allzu viele Zombies anlocke. Oh ne, Woodframes, hier, kein Ding. Können wir hier runter und hier unten mal eben aufmachen und aber auch gleich wieder zumachen. Ich möchte wenigstens sehen können, wenn hier ein Zombie drin war. Und dann mal direkt runter. Irgendwo musste einer hängen geblieben sein. Mal direkt runter hier. Ich brauche gerade noch mal ein bisschen Ausdauer. Gut, dass hier gerade kein Zombie ist. Dann haben wir uns ja quasi schon in der zweiten Nacht richtig verbessert. So. Jetzt nehme ich mal alles mit, was ich hier drin hatte. Hier hinten liegt noch was Wichtigeres. Genau. Und das Fass können wir mitnehmen. Das müssen wir denen ja nicht hier lassen. So, ich habe es eingestellt, dass erst ab 21 Uhr gerannt wird, falls ihr euch das gerade fragt. Und ich habe irgendwie gerade Lust, Mitternacht. Und ich habe gerade Lust, da drüben nochmal ein bisschen Stress zu machen. Ich habe jetzt meine Fire Axe nicht mit, ne? Nee, das ist ein bisschen doof. Ich hoffe, hier sind nicht zu viele Zombies. Der eine, der da ist, der bemerkt mich gar nicht, wenn ich das so mache. Rechts ist irgendwas. Oh shit, das war jetzt nicht so clever. Haben Sie Nachsehen mit mir. Ich leih mir das nur aus. Ich bringe es auch wieder zurück. Oh. Die waren jetzt doch schneller, als ich wollte. Keine Ausdauer mehr, stelle ich gerade fest. Scheiße, 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 scheiße. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen, was ich da gerade mache. Weil ich gerade nicht schnell unterwegs bin. Ich habe doch noch einen Painkiller, den ich nehmen könnte, oder? Dann werde ich nämlich wieder durstig. Ach du Scheiße. Da kommt ja schon wieder eine Wanderhorde. Okay, ich bin weg. Ich hätte vielleicht lieber Alkohol nehmen sollen. Da hätte der Buff länger gehalten. Ich weiß gar nicht, wie lange mir die Zombies jetzt hinterherlaufen. Ich würde sagen, dass ich gleich nicht mehr hunted bin. Aber ich, wenn ich in Deckung gehe, hilft mir das doch auch nichts, ne? Oder? Ich hätte das Antibiotikum vorher nehmen sollen. Ich habe das unterschätzt, wie irre schnell die Ausdauer dann weggeht. Das habe ich komplett unterschätzt. Ich glaube, da war ein Bär. Bin mir nicht sicher. Irgendein Geräusch habe ich da gehört. Solange jetzt hier kein Zombie kommt. Das war doch aber bestimmt eine Wanderhorde da vorne, oder? Muss mal gucken. Okay, wir schnappen uns dieses. Jo, das war ein Bär. Das ist nicht so angenehm. Da drin ist nur ein Safe. Den kriege ich ja momentan nicht richtig sinnvoll auf. Das wollte ich mitnehmen und bei der Gelegenheit fällt mir ein, dass ich Wasser mitnehmen wollte. Ich habe hier irgendwo ganz viele Gläser und die füllen wir uns erstmal auf dem Klo auf. Und ich hoffe, ich habe genug Steine,
Ja, das funktioniert noch. Und ich hoffe, ich habe genug Stein, um mir ein Campfire zu machen. Ja, aber für eine Forge reicht es dann nicht mehr. Das ist aber auch relativ Wumpe. Okay, ein Campfire. Ja, das packen wir uns hier auf jeden Fall mal hin. Können wir gleich hier oben drauf packen. Der hässliche Block da kommt weg. Lass mich einen Kochtopf hier haben. Mal ohne Kochtopf. Schwierig. Sieht jetzt nicht so aus. Okay, erstmal schwerfen wir uns das Antibiotikum ein. So, das wird ja schon mal für die Nacht jetzt eine ganze Menge bringen und ich kann auch wieder laufen. Ja, dann würde ich sagen, dass ich mir eine Chest herstelle. Erstmal eine normale. Damit ich üben. Das ist das Geräusch, dass die Zombies jetzt schnell rennen. So. Okay. Jetzt fangen wir mal an zu sortieren. Das sind so Sachen, die ich gar nicht unbedingt brauche momentan, die nicht so wahnsinnig wichtig sind, bei den Pfeilspitzen bin ich mir nicht so sicher. Das sind so Waffenteile, die kommen dahin. Papier, ja, Buch ist wichtiger. Das ist auch etwas, was ich nicht wegwerfen möchte. Auch das Brass nicht. Ach cool, geil. Wir haben eine beleuchtete Küche. Das ist ja schön. Das ist ja nett. Das hat ja auch was. Okay. Dann wollen wir mal ein bisschen sortieren. Das Glas bleibt im Kühlschrank, weil gehört zu den Lebensmittelsachen. Die kommen hier hin. Kettensäge ist eine gute Sache, aber dafür müsste ich mich wohl erst noch in ein anderes Biom bewegen. Solange der Bär nicht auf die Idee kommt, dass er hier rein will, ist irgendwie auch alles in Ordnung, finde ich. Aber der Bär sollte hier nicht drin sein. Blaubeeren muss ich einpflanzen, ne? Aber Mais muss ich nicht im Boden einpflanzen. Mais wächst überall. Das ist eine gute Sache. Und deshalb werden wir morgen früh gleich Mais anpflanzen. Und zwar alles. Corn Seed. Mais muss doch nicht einge. Nee, Mais habe ich schon in der freien Wildnis ausgesetzt. Das ist super. Und dann haben wir auch Lebensmittelversorgung halbwegs sichergestellt. Ich habe nur echt Schiss vor Wanderhorden, die hier rein wollen und dann sagen, Mensch, schönes Haus haben Sie da. Wäre ja schade, wenn dem was passieren würde. Da. Das wird noch schwierig. Ich habe doch hier irgendwo eine Fackel gehabt. Die kann ich doch hier mal hinlegen, dass es ein bisschen heller ist, wenigstens für euch. Und zwar hängen wir die da dran. Das muss reichen als Licht. So, okay. Jetzt sortiere ich hier nochmal ein bisschen. Könnt ihr gerne mit angucken. Auch wenn es für den einen oder anderen vielleicht langweiliger ist, da sage ich dann, ist meine Antwort, das gehört dazu. Die Geräusche hier sind manchmal richtig übel. So, das bleibt natürlich hier Repair Tool. Okay, da die keine. Die würde ich alle behalten. Die fressen gerade kein Brot. Nee. Tun sie nicht. Eins muss ich für eine Forge behalten. Und die wandle ich um. Was ist jetzt wichtiger für mich zum Reparieren? Eigentlich der. Oh, gut. Das ist ja nett. Die hebe ich mir auf. Die hebe ich mir einfach erstmal auf. Ich kriege sicherlich noch mehr davon, aber die.
die hebe ich mir erstmal auf. Den Klebstoff brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. So, und achso, das Weaponry Packet kommt gleich. Und jetzt werden wir uns erstmal Stoffrüstung herstellen. Cloth Chest Armor. Moment. Chest Armor. Jo. Auf jeden Fall. Oh scheiße, ich habe einen Hund gehört. Ach du Kacke. Eine Nachthorde. Das steht auch nicht mehr drin. Hier steht nur noch adding, removing in der Konsole. Aber ich habe definitiv einen Hund gehört. Oh Gott. Bitte lass die hier nicht an mir hängen bleiben. Lass die einfach nur sauber durchgehen, bitte. Das kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Habe ich unten wieder zugemacht? Ja. Ich sollte diese Treppe auch kaputt hacken. Definitiv sollte ich das machen. Die waren... Die war jetzt zum Glück nicht so groß. Boah. Oh, so eine Nachthorde kann dann schon den Abend versauen, muss ich sagen. So, Chest Armor. Das ist gut. So, was haben wir dann noch? Cloth Boots. Ne, da habe ich wahrscheinlich bessere Boots. Warum schaltet der hier immer so doof um? Ja. Boots. Head Armor. Leg Armor. Ja, aber dann nehme ich doch lieber die Head Armor und Handschuhe. Dann kann ich mir zwei Teile herstellen, sonst kann ich mir nur ein Teil herstellen. Ne, Head Armor. So. Genau. Vielleicht reicht sie auch noch für die Boots. Mein da. So. Für die... Nee, reicht jetzt nicht mehr, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Nee. Gut, das ist nicht so schlimm, weil dann kann ich mir daraus lieber noch ein paar Bandagen herstellen. Die brauche ich auch. Und dann machen wir gleich das 5er Pack voll, würde ich sagen. Okay. So, ich würde jetzt, glaube ich, an dieser Stelle einfach mal... schneiden, weil jetzt kann ich gerade hier nichts mehr machen. Fleisch habe ich noch nicht. Ja, ich schneide jetzt erstmal hier an der Stelle und wir sehen uns dann morgen früh zu einer besseren Uhrzeit wieder. Also um 6, genauer gesagt. Und dann haben wir wenigstens noch irgendwie so 7 Minuten Let's Play. Okay, bis gleich. So, 6 Uhr. Ist es schon Tag 4, ne? Ich frage mich... Also Feralhorde mit Spiders oder so. Ich habe keine Ahnung, wie ich die erste Nachthorde überleben soll. Ich hatte sich so angehört, als wäre hier unten ein Zombie direkt im Haus. Ich hätte ja so gerne den Bär, ne? Weil wenn der euch einmal haut, dann war es das. Der braucht euch nur einmal zu schlagen, dann seid ihr tot. Wir kommen doch hier hoch. Das ist doch überhaupt nicht geschützt. Das ist doch ein Witz hier. Wie kommen doch hier hoch? Na, Mist. Das muss natürlich weg hier. Da kommen die Zombies hoch. Das hilft mir überhaupt nicht, wie ich das gemacht habe. Wir haben das aber auch baulich dann ein bisschen verändert, glaube ich, ne? Komm, ich will's aufnehmen. So, ich habe keine Ahnung. Oh, die haut den Bären kaputt. Oh, das wäre ja super, wenn die das hinkriegt, den Bären kaputt zu hauen. Das wäre endgeil. Erstmal Mais anpflanzen. Thank you.
So, das ist viel wichtiger für mich. Mais, 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 Mais. Essen, Essen, Essen. Ganz elementar wichtig. Und so früh habe ich ja noch nie Essen gehabt dann. Shit. Die Einnahme verloren. Okay, der Bär scheint noch zu leben. Glaube ich. Gucken wir mal. Okay, nee, das vergiss es. Das war eine saublöde Idee, weil du kannst dich nicht mit den Bären anlegen. Das geht einfach nicht. Das funktioniert nicht. Wie gesagt, der soll nach einer Weile soll er aufhören, hinter einem herzulaufen. Das heißt, man braucht volle Ausdauer, um das zu bewerkstelligen. Oder nach der Hälfte einmal stehen bleiben und dann kurz warten und dann weiterlaufen oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe ihn auch gerade nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass er gleich irgendwo auftauchen könnte, ne? So, ich würde eigentlich noch ganz gerne ein bisschen Stoff besorgen. Ich würde auch gerne, oh cool, einen Hut, das ist gut. Den, ich habe mir in der Nacht hier Stoffrüstung gecraftet, aber der Hut ist besser. Dann können wir doch gleich das Ding wieder umwandeln. Danke. So, vielleicht gehen wir mal in das andere Haus und gucken mal nach, ob die da einen Kochtopf haben. Das wäre ja auch mal eine Maßnahme. Oh, hier sind doch mehrere Zombies. Wow, ey, danke, was die Geräuschkulisse angeht, dass man das so gut hört, wenn einer neben einem auftaucht. Ach, jetzt wird's schwierig hier. Mit Pfeil und Bogen werde ich ja hier auch noch nichts. Ich werde die alle killen müssen, glaube ich. Nehme ich jetzt schon eine Bandage? Ja, sollte ich machen. Es sind hier zu viele. Ich sollte jetzt schon eine Bandage nehmen. Weil tot habe ich da auch nichts von. Okay, pass auf, wir versuchen mal Folgendes. Wir wissen ja, dass die hier raufkommen, ne? Habe ich auch mehr Glück als Verstand gehabt, oder? Ist doch so. Okay, ich muss sie auf die Ausdauer warten. Alles klar. Ja, okay, jetzt holt meine Energie doch weiter runter. Jetzt hätte ich theoretisch auch die andere Bandage nehmen können. Weiß ich, war eine, musste eine schnelle Entscheidung getroffen werden. Der Bogen ist so scheiße. Ist so ein Schrott. Okay, okay. Was denn bei denen hier noch? Den stunne ich jetzt aber gerade nicht. Wow, Baubär. Nur mit dem Dicken da möchte ich mich nicht anlegen. Ich glaube, der braucht, dass ich den down habe.
glaube, der Dicke, der braucht zu lange. Ich habe selbst gerade keine Ausdauer mehr. Der bringt mir doch Ausdauer, ne? Das Essen, das ist gut. Das Essen bringt mir Ausdauer. Eine total nervige Hornisse, wie ich mit denen klarkommen soll, weiß ich auch noch nicht, muss ich sagen. Komm, wir riskieren es jetzt einfach. Ist hier jetzt jemand drin oder nicht? Unten ist jemand. Das ist mir aber gerade zu wichtig mit dem Kochtopf und dem Loot hier. Okay. Da kommt jetzt keiner durch, behaupte ich. Nee, kommt's nicht. Und gut, wenn da unten einer kommt, mit dem muss ich fertig werden. Gib mir einen Koch. Danke. Super Sache. Doofes Gefühl gerade. Richtig doofes Gefühl. Okay. Und mir fällt auch schon wieder auf, dass die Folge eigentlich durch ist, weil so 7 Minuten wollte ich hier nur noch machen. Ne? Okay, ich verabschiede mich dann für heute und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis morgen. Tschüss.